100 Kilometer von Ost nach West. Eine Reise auf einer der meistbefahrenen Wasserstraßen Nordrhein-Westfalens. An seinen Ufern boomt die Industrie und pulsiert das Leben. Eigentlich sind es zwei: der Datteln-Hamm und der Wesel-Datteln-Kanal. Zusammen lebenswichtig für die Binnenschifffahrt Europas. Was macht die Kanäle so besonders? In der westfälischen Weite, östlich von Hamm, alte Steinrelikte in der Landschaft. Die Brückenreste sind Zeugnis eines nur angefangenen Plans. Der Kanal sollte eigentlich bis ins ostwestfälische Lippstadt gebaut werden. Die Reise beginnt am östlichen Ende des Datteln-Hamm-Kanals, am Kraftwerk Westfalen. Früher wurde hier in Hamm-Üntrop die Steinkohle des Reviers verfeuert. Heute kommen die Ladungen beispielsweise aus Kolumbien und versorgen die Region mit Energie. Der Kanal macht's möglich. Von hier aus geht's Richtung Westen, bis zur Mündung in den Rhein. Eine Fahrt voller Überraschungen. Und schon nach wenigen hundert Metern taucht man ein in eine völlig andere Welt. Da, wo der Kanal zum heiligen Gewässer wird. Als in den 80er Jahren ein Hindu-Priester nach Hamm kommt, beginnt er einige Jahre später mit dem Bau eines Tempels. Von der fremdartigen Welt fasziniert, bietet damals ein Einheimischer seine Hilfe an und erhält eine ganz besondere Aufgabe. Ich gelte als Privatsekretär des Herrn Paskaran, des Hindu-Priesters, und ich mache ab und zu Führungen. Das religiöse Leben im Tempel läuft, auch für Rolf-Dieter Terfort, jedes Jahr auf ein Großereignis hinaus: das Tempelfest. Dabei wird immer wieder sichtbar, warum der Priester damals sein Gotteshaus unbedingt hier bauen wollte. Er wusste, dass der Datteln-Hamm-Kanal in der Nähe lag, weil er für die große Prozession und die Abschlussfeier des Tempelfestes ein fließendes Gewässer benötigte. Immer im Sommer werden Tempel und Kanal zum Zentrum für die Hindus aus ganz Europa. Der hinduistische Tempel ist der einzige außerhalb Indiens, der Göttin Kamaji geweiht ist. Das ist schon spannend, wenn hier 20.000 Personen unterwegs sind. Also man fühlt sich dann wirklich wie in Sri Lanka oder in Indien. Krönender Höhepunkt des zweiwöchigen Tempelfestes ist die Abschlussprozession. Dann verwandeln sich Teile Hamms in einen ganz und gar exotischen Ort. Ein schier endloser Tross aus gläubigen Hindus huldigt der Tempelgöttin auf dem Weg zum Kanal. Ausgerechnet da, wo die Autobahn A2 den Kanal überspannt und das Rauschen des Verkehrs ohrenbetäubend ist, spendet das Wasser des Kanals ersehnte Erlösung. Zur Abschlusszeremonie eines großen Tempelfestes wird der Kanal zum Ganges. Und ein Stab von Priestern und Helfern steigt in den Datteln-Hamm-Kanal und da wird die Abschlusszeremonie gemacht. Ich habe mir selber überlegt, dass das ganz schön kalt sein muss, wenn der Priester dann einsteigt und sich das Kanalwasser auch über den Körper und den Kopf gießt. Aber sie sind immer so glücklich dann in dem Moment. Weiter nach Westen wird plötzlich klar, warum die Wasserstraße für einige noch immer der Lippe-Seitenkanal ist. Denn der Kanal verläuft vom Anfang bis zu seinem Ende südlich entlang des Flusses.
manchmal nur durch einen schmalen Damm getrennt, so wie bei der Wasserübergabe Hamm. Dieser Ort ist für die Männer vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt von ganz besonders großer Bedeutung. Denn das gesamte Kanalnetz Nordrhein-Westfalens braucht die Lippe. Also gäbe es die Lippe nicht, dann hätten wir auf jeden Fall enorme Probleme, die Wasserbewirtschaftung aufrechtzuerhalten. Dann hätten wir keinen natürlichen Zufluss. Das heißt, wenn wir das westdeutsche Kanalnetz bewirtschaften wollen, dann wäre das nur unter enormen Kosten möglich. Denn dann müsste Wasser aus Rhein und Ruhr aufwärts in den Kanal gepumpt werden. So kann man einfach das natürliche Gefälle nutzen und das Lippewasser in den Kanal einleiten. Das Flusswasser wird laufend kontrolliert. Es darf sich nicht zu viel Sediment absetzen. Noch wichtiger aber ist die richtige Menge. Das Wasserniveau im Kanal exakt zu halten, ist die wichtigste Aufgabe. Wenn wir, sag ich mal, zu wenig Wasser dann im Kanal haben, entsteht die Gefahr, dass Schiffe auf Grund laufen. Oder wenn wir zu viel Wasser im Kanal haben, es zu Brückenanfahrungen kommen kann. Ganze 15 cm Schwankungen nach oben und unten. Mehr sind nicht drin, sonst wird es gefährlich. Bevor der Kanal zur wichtigsten Wasserstraße der Region wurde, war es die Lippe selbst, auf der Lastkähne unterwegs waren. Nicht weniger als 11 Schleusen machten den Fluss früher für Schiffe passierbar. Von Hamm bis zur Mündung bei Wesel am Niederrhein brauchten Lastkähne im 19. Jahrhundert rund 4 Tage. Vor allem war es Getreide, das durch die schmalen Schleusen flussabwärts Richtung Westen geschifft wurde. Außerdem waren oft noch Eisenerz, Stein, Holz und Salz geladen. Noch heute zeugen die alten Anlagen von der einstigen Bedeutung des Flusses. Die Lippe war die Lebensader der Region und verband Ostwestfalen mit dem Rhein. Das änderte sich erst in der Kaiserzeit mit Planung und Bau des Lippe-Seitenkanals. Schon damals hatte man die Lippe als Wasserspender für das wachsende westdeutsche Kanalsystem im Blick. Denn die Industrialisierung im Ruhrgebiet verlangte nach günstigen Transportwegen für Kohle und Stahl. Im Juli 1914 wurde der Hafen Hamm an das wachsende westdeutsche Kanalsystem angeschlossen. Der Beginn eines stetigen Aufstieges. Heute, mehr als 100 Jahre später, hat sich der Hafen zu einem bedeutenden Umschlagplatz entwickelt. Hamm gilt als zweitgrößter öffentlicher Kanalhafen Deutschlands. Das alte Hafenamt ist noch immer die Schaltzentrale. Von hier aus startet Hafenmeister Dirk Becker jeden Arbeitstag mit einer morgendlichen Inspektionsfahrt. Mahlzeit! Hat der Ein- und Ausgang? Nur Eingang? Der direkte Kontakt mit den Schiffern ist Becker wichtig und sorgt für einen reibungslosen Ablauf in seinem Hafen. Du, hat der Weizen für euch geladen? Gut. Weitermachen wir. Mit den Jahren kennt man eigentlich die Schiffe, die schon immer nachher kommen. Das ist eigentlich so im Pendel. Es kommt teilweise schon die nächste Generation, wo man sagen, ja, den hat man schon von früher gekannt. Ja, mein Vater hat den früher gefahren. Und eigentlich von Prinzip her könnte man schon sagen, dass relativ häufig die gleichen Schiffe auch wieder kommen. Und mit mir gealtert. 1000 Tonnen Raps werden in wenigen Stunden entladen. Die Wartezeit ist zugleich kostbare Pause. Gemeinsame Zeit für eine Schifferfamilie.
Rapskörner sind eine für den Hafen Hamm typische Ladung. Die hiesige Ölmühle verschlingt Unmengen davon. Sogar australischer Raps wird hier verarbeitet. Die Mischung aus regionalen und internationalen Gütern macht den Kanalhafen auf einer Fläche von mehr als 6 Quadratkilometern zum Erfolgsmodell. Ich glaube, im ganzen Hafengebiet meine ich 3.500 gewerbliche Mitarbeiter beschäftigt. Und das ist eigentlich schon eine Hausnummer. Allerdings stößt man im Hafen schon lange an die Grenzen. Die 135 Meter Schiffe dürfen hier reinfahren, haben aber das Problem, dass sie im Hamm nicht drehen können. Es besteht keine Möglichkeit, dass 135 Meter Schiffe drehen können. Ein großer Wendehammer ist in Planung. Dirk Becker rechnet bald mit dem Baubeginn. Auch für die Menschen ist der Kanal ein Gewinn. Hier, wo weit und breit kein See oder Fluss in der Nähe ist, wird der Kanal im Sommer zum Freibad. In Rünte bei Bergkamen wird eine Brücke über den Kanal an heißen Tagen immer wieder zum Treffpunkt für mutige Turmspringer. Dabei ist das Brückenspringen offiziell natürlich nicht erlaubt. Es ist die unzulässige Nutzung einer Wasserstraße. Wer erwischt wird, wird des Platzes verwiesen. Es drohen sogar Verwarngelder. Dennoch, oder vielleicht auch gerade deshalb, gehört diese Art der Mutprobe im Ruhrgebiet seit jeher zum Repertoire junger Männer. Für die Binnenschiffer bedeutet das besondere Vorsicht. Wegen der Badenden, die vom Steuerstand eines 85 Meter langen Schiffs kaum zu entdecken sind. Und selbst wenn, bremsen oder ausweichen ist auf dem engen Kanal unmöglich. Nur etwas mehr als einen Kilometer weiter liegt der Heimathafen der Tremonia II. Mit seinem geliebten Schiff ist Karl-Heinz Zirpka besonders gerne auf den Kanälen des Reviers unterwegs. In den Sommermonaten oft wochenlang. Wir haben im Ruhrgebiet 250 Kilometer Wasserwege. Da kann man schon eine Menge Zeit verbringen, wenn man, vor allem, weil es ja viele Attraktionen gibt, Museen unterwegs, nicht Route der Industriekultur. Also hier im Ruhrgebiet ist es kein Problem, 14 Tage oder was zu fahren. Und man hätte jeden Abend einen neuen Ort, an dem man halten kann, an dem man neue Dinge sehen kann. Also insofern ist das Ruhrgebiet schon eine fantastische Wasserlandschaft. Schleuse von Sportboot Tremonia. Guten Tag. Hallo, wir würden gern zu Tal. Hier ist das Sportboot. 10 Meter. Gut, dann hinter Serenita gleich in die kleine Kammer wieder einfahren, ne? Okay. Also ich kenne Menschen, die mit dem Boot fahren, die sagen, oh, Schleuse, habe ich so eine fürchterliche Angst. Für mich sind das so Unterbrechungen in der Fahrt. Und das sind für mich, auch wenn Leute an Bord sind, eigentlich die Höhepunkte. Weil da passiert was. Nicht? Und da kann man gucken, wie funktioniert das. Man kann bei einer Schleuse ja sehen, wie es funktioniert. Sehen, wo das Wasser herkommt. Warum steigt das Boot jetzt? Warum muss man dann die Leinen umlegen? Und das ist eine Technik, die muss man einfach beherrschen als Sportbootfahrer und Fahrerin. Weil man kommt nicht weit ohne Schleusen. Da sollte man sich von vornherein mit beschäftigen. Das kann man üben. Ich sage immer, in der Schule hast du auch Vokabeln geübt, Schleusen kannst du auch üben. Uhu, enge Kiste. Man muss einfach das Zutrauen haben, und das hat man nur, wenn man geübt hat, dass man das locker schafft. Dann ist es auch in der Regel kein Problem mehr.
Dennoch muss Karl-Heinz Zirpka auch bei all seiner Erfahrung mit der Tremonia wachsam bleiben. Erst wenn Schiff und Kapitän heil im Unterwasser der Schleuse angekommen sind, geht's weiter mit dem entspannten Schippern. Zirpka will heute noch bis Datteln kommen. Dass eine Familie ein Boot hat, das ist hier was Exotisches. Ich werde manchmal gefragt, bist du Millionär oder so? Dabei ist so ein Boot, wenn man es mit einem Wohnmobil vergleicht, nicht unbedingt teurer, wenn man ein bisschen aufpasst und ein bisschen einen kühlen Kopf bewahrt. Zirpka wurde erst spät zum Skipper. Er fand die Idee lange abwegig und wurde beim Segelausflug mit Freunden sogar seekrank. Aber nach einem weiteren Segelturn in Holland packte ihn doch die Leidenschaft. Und irgendwann wollte er sein eigenes Boot. Also ich bin so unmaritim, wie man nur sein kann, aufgewachsen. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, meine Eltern hatten eine kleine Bäckerei, das waren Fahrten mit meinem Vater an den Hafen, um eine Kiste Rosinen zu kaufen, weil die gerade fehlten, weil da die Bäckergenossenschaft saß. Das ist das Einzige. Ob man es daran festmachen kann, ich glaube es nicht. Die Tremonia steuert auf Zirpkas Lieblingsplatz zu, einen sogenannten Wasserwanderrastplatz. Geschaffen für Kanalliebhaber wie ihn. Also das Tolle an dem Kanal ist, er ist sehr abwechslungsreich. Du fährst einmal durch die Haardt, eine wunderschöne Strecke, mitten durch ein riesiges Naturschutzgebiet mit Wald, rechts und links. Und dann, völlig unerwartet, fährst du mitten durch ein riesiges Chemiewerk. Deswegen sieht man hier auch viele Tankschiffe fahren auf dem Weseldattenkanal. Und das ist schon das Irre hier. Und das Tolle ist einfach, dass es hier ringsherum viel zu hören, viel zu sehen gibt. Und es ist eigentlich eine fantastische Landschaft, die man hier im Ruhrgebiet an dieser Stelle gar nicht erwartet. Das ist echt klasse hier. Den kleinen Steg, den der Skipper immer wieder ansteuert, nennt er liebevoll seine Insel. Hier umgibt ihn das sogenannte Dattelner Meer. Dabei hat die kleine Wasserfläche mit einem echten Meer natürlich nichts zu tun. Es ist der Kreuzungspunkt, an dem Wesel-Datteln-Kanal und Dortmund-Ems-Kanal aufeinandertreffen. Hier biegen Binnenschiffe ab, die Richtung Nordsee wollen, oder über den Mittellandkanal weiter bis nach Berlin. Das Dattelner Meer ist auch das Revier von Kapitän Johann de Bruyn, Ehefrau Carola und dem Matrosen Wolfgang. Ja, okay, mache ich fest, ja, alles klar. Zusammen sind sie die drei von der schwimmenden Tankstelle. Ich habe 186.000 Liter kann ich mitnehmen, Diesel. Und 15.000 Liter Trinkwasser. Ja, und die Fässer, die alle an Deck stehen, mit Schmieröl und Motoröl, das, was der Kunde so bestellt hat. Ja, sie können auch gerne mal am Wochenende bunkern. Ne, wir haben die Station immer am Wochenende geöffnet. Auch wenn einer anruft, ich möchte mal um 10 Uhr tanken, das ist auch nicht schlimm. Ne, wir sind wirklich immer für die Kunden da. Meistens haben die Schiffer so wenig Zeit, dass sie Johann de Bruyn bitten, zu einem vereinbarten Treffpunkt zu kommen. Dann fährt die Tankstelle zum Kunden und nicht umgekehrt. Ja, hier gilt auch, time is money. Ne? Also früher hatten die Binnenschiffer noch Zeit, konnten dann nachts oder abends das Schiff irgendwo ankern. Das ist heutzutage überhaupt gar nicht mehr so. Es muss immer gefahren werden, um Geld zu verdienen. Viel Konkurrenz.
Ne? Und der eine fährt für 3 Euro die Tonne, der andere sagt, ich kann es auch für 2,50. Und dann ist er wieder natürlich nicht gut. Ne? Aber naja. Bitte schön. Jo, vielen Dank und dann. Schönen Tag. Jo, tschüss. An den Druck kann sich der gebürtige Niederländer Johan de Bruyn noch gut erinnern. Ich habe in der Seeschifffahrt angefangen. Da war ich 9,5 Monate weg. Und dann 4 Monate zu Hause und dann wieder 5,5 Monate weg. Und dann habe ich gesagt, nee, Schluss, das will ich nicht mehr. Und dann bin ich in der Binnenschifffahrt gelandet und ja, das hat mir gut gefallen immer. Ja, und dann mit dir. Mit ihr da, ne? Die hat mich da weggeholt. Johan ist mit seinen Verwandten von Holland nach Mallorca geflogen. Ich war zufälligerweise im gleichen Hotel. Ich saß dann eines Abends an der Bar. Dann kam Johan so mit seinen Armen von hinten und sagte, du bist von mir. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Johan und Carola, das ist die große Liebe am Kanal. Es harmoniert ganz toll. Schau mal, wir sind den ganzen Tag zusammen, 12 Stunden lang, ne, und zanken uns auch nicht bei der Arbeit. Und es macht viel Freude. Wir sind auch so reingewachsen hier. Ich habe früher Kosmetik verkauft, ich war bei Revlon. Dann habe ich gedacht, ach, ob ich doch einen Lippenstift verkaufe, dann kann ich doch Bootslacke an die Frau oder an den Mann bringen. Hm? Das Leben der Kunden spielt sich fast ausschließlich an Bord ab. Und oft lebt sogar die ganze Schifferfamilie auf dem schwimmenden Heim. Die Bunkerschiffe sind damals wie heute wichtige Helfer für das Leben an Bord. Sie sind mehr als nur schwimmende Tankstellen. Früher wurden ganze Ladenauslagen vorgehalten. Heute haben Schiffer meist das eigene Auto mit an Bord und erledigen die Einkäufe selbst. Oder sie rufen Carola de Bruyn an am Dattelner Meer. Manchmal haben die nicht die Möglichkeit, die Kunden, dass die die Autos an Land stellen können. Ja, und dann rufen die uns an und das machen wir gerne. Die Station an Land gehört auch zum Bunkergeschäft. Von Schiffslack bis Mode ist hier alles zu haben. Und auf Wunsch noch viel mehr. Dann bestellen die Mineralwasser oder Bier oder Eier, Brot, Butter, alles, Wurst, Käse. Dann kaufe ich das alles ein, dann kommt das an Bord. Ja, und dann nimmt Johan das mit zu den Kunden. Das Bunkerschiff Faldantor ist rund um das Dattelner Meer längst zu einer Institution geworden. Im Laufe dieser vielen Jahre, die wir jetzt hier sind, 25 Jahre, hat sich auch ganz oft eine Freundschaft gebildet. Wir haben ganz, ganz viele Stammkunden hier, die immer zu uns kommen. Ja, sind ja der größte Kanalknotenpunkt der Welt. Ja. Mhm. Ja. Hier endet der Rhein-Herne-Kanal und beginnt der Dortmund-Ems-Kanal. Und der Datteln-Hamm verbindet sich mit dem Wesel-Datteln-Kanal. Nordrhein-Westfalen ist Binnenschifferland, durchzogen von einem Kanalnetz mit rund 380 Kilometern Länge. Der Wesel-Datteln-Kanal ist dabei etwas ganz Besonderes. Man sagt, er sei die meistbefahrene Wasserstraße Deutschlands, direkt nach dem Rhein. Vom großen Knotenpunkt bei Datteln bis nach Wesel überwindet er rund 40 Meter Gefälle mit 6 Schleusen. Für die Schiffe, die Richtung Rotterdam wollen, bietet der Kanal die schnellste Möglichkeit, vom westdeutschen Kanalnetz direkt in den Rhein abzubiegen.
Der Kanal verläuft schnurgerade und ist in eiserne Wände eingefasst. Trotz der Unterschiede zum Fluss, der künstliche Kanal ist fest mit seinem wilden Verwandten, der Lippe, verbunden. Der Fluss schenkt dem Kanal sein Wasser. Aber wenn die Sommer zu trocken sind, dann gerät das Naturparadies regelmäßig in Gefahr. Dann spendet der Kanal Wasser für die Lippe. Das künstliche Gewässer schützt das Natürliche und dessen üppiges Grün. Weiter zu Tal, bei Flasheim, liegt direkt am Kanal ein menschengeschaffenes grünes Paradies. Dort, wo er sich hin zu einem Baggersee öffnet, plötzlich karibisches Flair. Herrlicher Sandstrand zwischen Sportbooten und Wohnwagen. Urlaubsfeeling und Badespaß. Noch immer ist der Kanal Kumpelriviera, auch wenn es heute keine Kumpel mehr gibt am Kanal. Dafür ist die Natur auf dem Vormarsch. Auf einer Halbinsel zwischen Kanal und Baggersee ist auf einer Campingparzelle ein Dschungel entstanden, der eher an Südostasien erinnert. Bald wird es ernst für Thomas Eckertz, der diesen Ort am Kanal geschaffen hat. Denn in ein paar Jahren wird das Ruhrgebiet zum Zentrum der Gartenliebhaber. Da ist es ja geplant, gerade über den Kanal die einzelnen Standorte miteinander zu vernetzen. Es ist also ein Shuttle-Verkehr über das Kanalsystem im Ruhrgebiet geplant. Und die internationale Gartenausstellung findet ja zwischen Duisburg und Dortmund statt. Und dieser Garten steht auf der Liste für die Privatgärten. Und da möchte ich natürlich auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und ich hoffe, Menschen kennenzulernen aus der ganzen Welt, die sich ja für Garten oder Pflanzen, Natur im weitesten Sinne interessieren und ich mit denen ins Gespräch komme. Hier stand früher ein Wohnwagen und dann ist der Wohnwagen weggekommen und im Laufe der Jahre wurde dann eins nach dem anderen gebaut. Also ich sehe das Ganze, was wir hier angelegt haben, wie ein Organismus, wo eben Pflanzen, Tiere alle zusammenleben. Besonders die vielen verschiedenen Singvögel, zum Teil zutraulich wie Haustiere, hat Christel Eckertz ins Herz geschlossen. Man hat seine Tiere, seine Vögel, seine Fische. Ich war ganz traurig, als der Reiher oder sogar der Eisvogel meine Goldfische gefischt hat. Aber mittlerweile sind wieder kleine und die sind auch so zahm, dass sie aus der Hand fressen. Also das ist ja wie so ein Schutz. Man ist so eingebettet in der Natur und auch mit den Bäumen und auch mit den Tieren. Für Thomas Eckertz bietet der Garten auch viel Raum für Kreativität. Das hat auch so ein gewisses künstlerisches Element, so wie ein Bildhauer aus einem Stein oder aus einem Stück Holz eine Skulptur herausschlägt oder schneidet. So schneide ich mit der Rosenschere aus dem üppigen Grün das, was ihr hier seht. Ein selbstgeschaffenes Pflanzenparadies direkt am Wasser. Das Leben am Kanal lockte das Paar einst hierher. Für sie bedeutet das Freiheit und Weite. Wir haben einen Kajak für zwei Personen unten an der Marina. Und von da aus kann man zum einen natürlich hier vorm Ufer herfahren, aber man kann auch auf den Kanal und kann im Grunde über den Einstieg des Kanals ganz Europa erreichen. Also man kann einmal zum Datteler Meer hoch, die andere Seite Richtung Rhein hoch, bis zur Nordsee hoch, sodass uns eigentlich dieses Stückchen Wasser hier mit dem Rest Europas verbindet. Ein paar Kilometer weiter auf dem Wesel-Datteln-Kanal kommen die Industriereviere. Der Chemiepark Marl.
Auf dem gigantischen Areal steht einer der größten Industrieparks Deutschlands. Mittlerweile sind hier 1200 Kilometer Rohrleitungen verbaut. 30 Unternehmen beschäftigen rund 10.000 Menschen. Und jährlich laufen mindestens 2.000 Schiffe den eigenen Hafen an. Ohne den Kanal läuft hier nichts. Das Problem ist nur, die fast 100 Jahre alte Wasserstraße ist in die Jahre gekommen. Die Schiffe werden immer größer. Der Kanal wächst aber nicht mit. Die Kapitäne müssen ihre Kajüten einfahren, um überhaupt unter den zu niedrigen Brücken durchzukommen. In den 60er Jahren dominierte noch die Schwerindustrie das Revier. Gigantische Mengen an Kohle und Stahl wurden übers Wasser bewegt. Kanal und Binnenschiffe bildeten das Rückgrat der gesamten Region. Aber auch schon damals waren die Wasserwege zu eng. Besonders die vielen Schleusen bremsten den Transport. Eine Modernisierung war geplant. Zusätzlich bekam jede Schleuse eine zweite, kleinere Kammer. So hoffte man, sich etwas Luft zu verschaffen. Doch damals, wie heute, nimmt die Bedeutung des Wesel-Datteln-Kanals immer weiter zu. Übersteigt die Menge der Schiffe oft seine Kapazität. Die Schleusen bleiben die anfälligen Stellen eines jeden Kanals. Denn eine defekte Schleuse bedeutet kompletten Stillstand. Heute sind es wieder die Schleusen, die Ärger machen. Westlich von Mahl liegt die Schleuse Dorsten. Mit 9 Metern überwindet sie das größte Gefälle auf der gesamten Kanalstrecke. Schon 1928 erbaut, ist die Kammer marode. Besonders die alten Poller in der Schleusenwand sind morsch und zum Teil unbrauchbar. Manuela Neuhaus profitiert regelrecht von dieser Misere. Sie arbeitet als Festmacherin. Und natürlich kennt sie ihre Kundschaft. Ja, den kenne ich ja. Der kommt auch im Platzheim ja auch durch. Ne? Und wir kennen uns ja. Man sieht sich ja öfters. Als einzige Frau unter 33 männlichen Festmacherkollegen war es anfangs nicht immer leicht. Den oder den nächsten? Nächsten. Okay, dann warte ich noch. Beim ersten Mal haben sie echt komisch geguckt. Also nicht komisch geguckt, die haben geguckt, dass eine Frau da ist. Ne? Und dann beim zweiten Mal, ach hallo und so, ne? Dann geht das schon. Ist dann voll normal alles. Manuela Neuhaus ist die wohl einzige Schleusenfestmacherin Deutschlands. Seit sie und ihre Kollegen hier sind, geht es für die Schiffer wieder doppelt so schnell rauf und runter in der großen Kammer der Schleuse. Vorher kam man nur eins Schiff rein und jetzt, da wir hier stehen, können jetzt zwei Schiffe rein. Der Wasserdruck in der Schleusenkammer ist gewaltig. Deshalb ist das Festmachen so wichtig für die Sicherheit der Schiffe. Das Zusammenspiel zwischen Manuela Neuhaus und den Matrosen an Deck muss reibungslos funktionieren. Ich bin stolz eigentlich darauf, dass ich hier arbeiten kann. Man muss ja doch schon ein bisschen Kraft haben manchmal, ne? Wenn die so schwer sind, aber doch, finde ich schön. Ja, tschüss! Gute Fahrt! Weiter nach Westen. Entlang des nördlichen Ruhrgebiets zieht sich das Band aus Wasser mitten durchs Land, Richtung Hünxe. Für die einen mag es einfach nur eine Autobahn für Schiffe sein. Für andere ist es das größte Glück. Alexandra Laufs ist Postzustellerin. Nach Feierabend schnappt sie sich oft ihre Angel und fährt zum Wesel-Datteln-Kanal.
Ihr ist der Kanal genauso lieb wie anderen ein malerischer Fluss. Ich bin in der Nähe vom Rhein-Herne-Kanal groß geworden, ja. Also zwischen Rhein-Herne-Kanal und Ruhr. Das war immer so meine Strecke als Kind, auch viel mit dem Fahrrad und ja. Am liebsten fischt sie in der Nähe der Schleuse Hünxe. Das ist für mich so richtig der Pott pur, sag ich jetzt mal so. Ja. Durch das vom Gefühl, von Empfinden, gerade wenn die Kohleschiffe hier so durchfahren. Ja. Das macht auch so mit das Angeln aus, wenn man natürlich wie so ein Schatzsucher vielleicht eine Stelle rausbekommen hat, die wirklich schwierig zu erreichen ist und dann auch noch fängt. Man ist das natürlich die Krönung des Ganzen so, ja. Die geeignete Stelle am Kanal finden, den passenden Köder auswählen. Alles muss stimmen. Dabei ist das Fischefangen alleine nicht unbedingt das Wichtigste. Das ist halt eine besondere Atmosphäre am Kanal. Vor allen Dingen, wenn man so die Schiffe noch beobachten kann während des Angelns. Und so das Treiben von den Leuten, Spaziergänger und Radfahrer. Immer mal ein Pläuschen halten kann. Ja. Der Wesel-Datteln-Kanal gilt als sehr fischreich. Besonders viele Zander sollen bei der Schleuse unterwegs sein. Die aufzuspüren und mit dem Köder zu locken, ist Alexandra Laufs Spezialität. Also der Kanal hat ja wenig Strukturen. Und deswegen konzentrieren sich die Fische oft an solchen Stellen wie den Spundwänden. Und ich angel halt vorzugsweise vertikal und mache dann auch sehr viel Strecke und angel dann die Spundwände ab und gehen. Ja, und das ist sehr erfolgreich. Wichtig sind ihr die Fotos. Die gehen sofort in ihre Fangemeinde in den sozialen Medien. Einige Posts erregen bei ihren fast 6000 Followern ganz besonders viel Aufmerksamkeit. Also letztes Jahr im Herbst habe ich das erste Mal meinen Meterhecht gefangen. Das ist so das magische Maß für jeden Angler, diesen Meterhecht dann mal zu fangen. Ja. Aber beim Angeln geht es nicht nur um den dicksten Fisch. Der Kanal hat nämlich noch mehr zu bieten. Also ich gehe schon so, würde ich sagen, mindestens zweimal die Woche, manchmal auch viermal. Ja. Man ist auf seiner Sache konzentriert und auf die Umgebung. Und ja, das einfach für mich den Kopf abschalten und runterfahren. Hinter Hünxe brauchen die Schiffer nicht mehr weit bis zum Kanalende. Etwas nördlich vom Kanal kommt die Lippe wieder ganz nahe. Eingerahmt von Bäumen umschließt der Fluss das uralte Dorf Kudenburg. Ein Seitenarm der Lippe führt noch heute Richtung Dorf und diente früher als Hafen. Als der Fluss vor dem Bau des Kanals noch als Transportweg genutzt wurde, war Kudenburg Boomtown. Ich weiß halt von Erzählungen, dass mitten im Dorf eben die Boote angelegt haben und die Leute dann sich hier aufgehalten haben und dann irgendwann weitergelaufen sind. Kudenburg profitierte lange von den vorbeikommenden Treidlern, die hier ausruhten oder ihre Pferde wechselten. Als der Kanal nebenan eingeweiht wurde, war Schluss damit. Heute können die Pferde wieder entspannt auf der Weide grasen. Damals geriet Kudenburg erstmal in Vergessenheit. Ihr macht heute eine Tour Richtung Wesel. Unterwegs ist es immer ganz gut, wenn man in Flussmitte bleibt und fährt vor allem nicht immer unter Büsche. Wenn man da drunter kommt, dann machen die Leute Folgendes. Die lehnen sich zur Seite, weil die mit dem Busch nichts zu tun haben wollen.
Und logischerweise hat man dann den ersten Teil der Eskimo-Rolle geschafft. Jahrelang reist der ehemalige Profi Klaus von Mallinckrodt als Paddelguide entlang der wilden Flüsse Europas, bis er vor seiner Haustür eine Entdeckung macht. Wir wohnen an so einem schönen Ort wie der Lippe. Warum machen wir das nicht in ähnlicher Form auf der Lippe? Von Mallinckrodts Business-Konzept ist die Verbindung von modernem Paddeltourismus mit der Kodenburger Treideltradition. Paddeln wäre ja dann so eine Fortsetzung dieser Tradition, nur mit dem Unterschied, dass man mit eigener Kraft sein Boot vorwärts zieht und nicht jemand da links und rechts langläuft. Die Idee verfängt. Noch wichtiger ist von Mallinckrodts mitreißende Begeisterung für seinen Fluss, die richtig ansteckend wirkt auf die Paddelgäste. Richtig urwaldähnlich sieht das aus, wenn da die Bäume so rüberhängen, ne, und du hörst wirklich gar kein Auto. Das ist schon eine tolle Sache. Und dann sind dann manchmal so Sohlschwellen da drin, der Stein, so ein steiniger Untergrund, wasserglasklar. Dann ist das im Laufe der Zeit immer mehr gewachsen und das machen wir jetzt seit über 20 Jahren. Der Kanal hat dem Fluss einst die Lastkähne genommen. Dafür bekam die Lippe ihre Freiheit zurück. Eine echte Win-Win-Situation. Dank der Hilfe des Kanals strömt das Wasser der Lippe auch in trockenen Sommern mit Wucht Richtung Rhein. So ist der Kanal ein Glücksfall für den Fluss. Seit der Renaturierung vor einigen Jahren ergießt er sich in ein breites Delta am Rhein. Der Kanal hingegen bleibt bis zum Schluss eng eingefasst. Sein Ende markiert die Schleuse Friedrichsfeld bei Wesel, ganz kurz vor der Mündung in den Rhein. Die Schleuse ist für den Kanal und alle Menschen, die auf ihm unterwegs sind, das Tor zur Welt. Von hier aus geht es, ganz ohne Schleusen, bis nach Rotterdam. Und wer von dort kommt, den begrüßt die Schleuse als Erste auf der langen Reise entlang des Kanals.